Welche historische Bedeutung hat die Nikolaikirche? Die Kirche ist natürlich, wir stehen hier auf dem ältesten Platz Berlins, das heißt, dass sie gehört zum Gründungsbestand von Berlin. Und die Kirche steht auf dem Standort der ersten Basilika aus dem 13. Jahrhundert und ist deshalb natürlich für die Gründungsgeschichte Berlins sehr bedeutend. Außerdem haben hier bedeutende Leute gewirkt, wie zum Beispiel Paul Gerhardt. Der Musiker, Kirchenmusiker, den alle kennen natürlich. Die Restaurierungsarbeiten haben 2 Jahre gedauert. Wie viel haben sie gekostet und warum waren die Arbeiten so langwierig? Also der Kostenrahmen bewegt sich um 4 Millionen. Genaue Zahl kann ich Ihnen jetzt nicht genau sagen. Sie haben 2 Jahre gedauert, weil es geht ja schon damit los, Sie müssen die komplette Kirche ausräumen. Das heißt, alle Kunstgegenstände müssen raus. Das dauert schon mal mindestens ein halbes Jahr. Dann müssen Sie die Kirche einrüsten. Also insofern läuft Ihnen die Zeit schier weg und Sie sind froh, wenn Sie das in 2 Jahren geschafft haben. Vielen Dank für das Gespräch.